Neuer Tag, neue Gamona-Tagesnews. Apple hat auf einer Keynote neue Details zu seiner ersten Smartwatch bekannt gegeben. Der Release-Termin für Deutschland ist für den 24. April offiziell bestätigt. Mit Apples Uhr lassen sich Nachrichten vom iPhone anzeigen, auch eine Telefonfunktion ist gegeben. Zudem bietet das Gerät Kopfgesten und übernimmt auch Funktionen eines Fitness-Trackers über ein Herzfrequenzmesser. Für alle weiteren Details schaut auf gamona.de vorbei. Prey-Entwickler Human Head Studios kündigte mit Lost Within einen neuen Survival-Horror in der Ego-Perspektive an. Und es soll nur für iOS-Geräte und Amazons Kindle Fire Phone und Tablet erscheinen. Lost Within spielt in einer heimgesuchten Anstalt, in der es ordentlich spukt. Mehr Details erfahrt ihr auf gamona.de. Entwickler 11-Bit Studios veröffentlichte für das Antikriegsspiel This War of Mine einen DLC, der für wohltätige Zwecke gedacht ist. 100% der Verkäufe des sogenannten War Child Charity DLC gehen an die gleichnamige Wohltätigkeitsorganisation War Child, die sich für Kinder einsetzt, welche unter Kriegsfolgen leiden. Für weitere News und Artikel besucht uns auf gamona.de. Gefällt euch dieses Video? Dann liked es! Folgt uns auch auf Twitter, Facebook und YouTube.